So, da bin ich wieder. Immer dieses Kabelzeug. So. Ich war nie so der Star Trek-Typ. Ich musste die Türklingel erstmal googeln. Denn Campbell ist bei mir ziemlich asynchron. Ja, ich glaube, das ist so minimal asynchron irgendwie. Ich glaube, das geht aber noch. Ich musste ziemlich lange im Internet suchen, dass ich die Klingel gefunden habe. Jetzt weiß ich. Moment. Also ich musste lange suchen, bis man eine verwertbare Version davon bekommt. Also die, die man auch benutzen kann, die nicht halt total leise ist und so. Komme ich denn jetzt dahin? Ich bin eigentlich auch nicht so. Ha, jetzt kommen wir wieder auf das Thema. Ist ja schön. Eigentlich auch nicht so der Star Trek-Typ. Also so die alten habe ich irgendwie so gar kein Interesse dran, irgendwie zu gucken. Aber ich mag, irgendwie mag ich Voyager ganz gerne und die Serie mit Captain Picard. Die beiden mag ich eigentlich sehr gerne. Die beiden Serien. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Thema wieder. Ich habe gestern, ich glaube gestern war das oder vorgestern, habe ich meine Mutter noch gefragt. Als wir in Amerika waren, waren wir in irgendeinem Star Trek Museum. Ich konnte aber nicht mehr zuordnen, wo das war, also in welchem Kaff. Und ich weiß nur noch, dass das an dem Tag war, wo ich nachts aus dem Bett gefallen bin und mir die Nase blutig geschlagen habe. Das konnte ich noch damit verbinden. Und das, woran ich mich überhaupt noch erinnern konnte, in dem Museum war die Brücke. Also diese Brücke mit den leuchtenden Lämpchen, also diesen Bedienpanels mit den leuchtenden Lämpchen und so. Daran konnte ich mich noch erinnern. Mehr nicht. Und das sind intensive Träume. ja, auf jeden Fall habe ich meine Mutter gefragt, die meinte, ja, das war im Hilton Hotel in Las Vegas. Da gab es anscheinend, also ich habe gegoogelt, 1998 im Januar hat da die Star Trek The Experience ist da gestartet. Und das war so ein Museum mit Zeug halt, was die in den Filmen und so in der Serie, glaube ich, verwendet haben. Was man sich so angucken konnte. Und dann wurde dann auch noch was zusätzlich, irgendwas mit 4D im Nachhinein noch dazu gemacht. Das war aber nicht, ich glaube, das war irgendwann in den 2000ern. Dann 2008 wurde das irgendwie, glaube ich, geschlossen. Mit dem Gedanken, das dann irgendwie später nochmal zu eröffnen. Und dann haben sie, glaube ich, die Lizenz dafür verloren und seitdem gibt es das nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich mal gegoogelt. Also nicht gegoogelt, sondern ich habe bei YouTube geguckt und ich habe gesehen, dass jemand 1998 auch da war und mit seiner Videokamera Sachen aufgenommen hat. Und dieses Video geht, glaube ich, 15 Minuten oder so. Und das wollte ich mir nochmal angucken. Vielleicht kriege ich dann irgendwie so Flashbacks. Dass ich dann denke, ja, stimmt, das gab's ja da. Ich habe da nur kurz reingeguckt so. Und ja, ich freue mich schon drauf, das Video anzugucken. So. Kann ich mir das auch anhören? Warum kann man sich das denn nicht anhören? Das ist doch voll doof. Und einen Moment. Doch. Scheint da.
Das sollte nur einmal passieren. Also dieses... Das ist dieses Anklopfen an die Tür. Wann wart ihr denn da? Ich kann mich nicht mehr an 98 erinnern. Ich weiß ja kaum noch, was ich 2017 angestellt habe. Ja, wir waren 98 im Sommer, waren wir da. Da war ich nicht mal 6, da war ich 5. Ja, das war nämlich, ich meine, wir waren vor meinem Geburtstag, waren wir in Amerika. Ja, genau. Und da kann ich, also an den kompletten Urlaub kann ich mich nur so fetzenweise nur erinnern. Also ist auch klar, dass ich war 5. Dass ich mich an überhaupt was erinnern kann, ist Wahnsinn. ja, aber das war, also das sind wirklich nur so Fetzen und das sind halt so Sachen, die so wirklich so Bäm waren. Wie nennt man Bäm? nicht atemberaubend, sondern halt was sich halt so wirklich ins Gehirn rein fräst, so. Also halt quasi die Hallo? Ich bin noch hier. die Brücke von dem. Es tut mir übrigens leid für die Leute, die jetzt gerade bei YouTube zugucken. Ich muss das jetzt erzählen. genau, an die Brücke. Dann war da in Las Vegas. Gab's dieses Hotel, irgendwas mit Island. Die haben vor diesem Hotel gab's immer so eine kleine Show, da ist dann so ein Piratenschiff gewesen, es ist dann irgendwie untergegangen und dann gab's dann noch, also daran kann ich mich erinnern, und dann gab's dann noch so ein komisches, das sah aus wie ein Vulkan und das war dann so angeleuchtetes Wasser irgendwie. Und direkt gegenüber war irgendwie ein Restaurant, Pizzeria, glaube ich, die aber auch Nudeln und sowas verkauft haben. Und da weiß ich noch, da saßen wir drin und meine Eltern wurden von der Bedienung gefragt, ob ich denn gerne Nudeln haben möchte mit Tomatensauce. Weil irgendjemand hat da Nudeln mit Tomatensauce bestellt und die waren auf einmal irgendwie weg oder die haben das falsch bestellt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das nicht angefangen, das stand bei denen noch nicht mal auf dem Tisch und so, und die haben halt uns gefragt, weil Kinder mögen halt Nudeln mit Tomatensauce, und da habe ich das, glaube ich, günstiger oder sogar umsonst oder sowas gekriegt. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Dann auf jeden Fall kann ich mich noch an Mount Rushmore erinnern. Ja, da geht's jetzt schon zu Ende. Also ich müsste mich jetzt richtig hart nochmal dran erinnern, so was 98 war. Das Problem, wir waren zweimal in Amerika, das ist das Problem. Und das zweite Mal war ich, also es war 2005, war ich dann 12 beziehungsweise 13. Also das war, wir waren auch, ich glaube zwei Tage nach meinem Geburtstag sind wir, glaube ich, abgeflogen von da. Also, und da schmeiße ich hin und wieder mal ein bisschen was durcheinander. So, jetzt aber mal hier. Ich habe mir etwas zu trinken geholt, das erste alkoholische Getränk für heute. Und zwar Smirnoff Eis. Direkt voll in die Vollen gehen. ja, das steht schon seit ein paar Wochen, Monaten im Kühlschrank rum. Ist aber noch haltbar bis September. Aber es mir noch Eis ist voll lecker. Oh. Keine halben Sachen hier. So. Ich habe noch Lust,
wir haben ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir noch Deep Trouble machen, auf jeden Fall. Damit ich, dann ist das weg. Ich kann mich noch an die USA erinnern, aber gut, ich war auch 2013, 14 dort und da haben auch, und hab da auch ein Jahr lang gewohnt. Das ist was anderes. Ja gut, das ist was anderes. So. Gönn dir, ich trinke derzeit gar keinen Alkohol mehr. Das ist auch gut so. Ich will eigentlich, also ich trinke sowieso schon viel weniger Alkohol als vorher. Die letzten Streams habe ich ja auch nur, glaube ich, ein oder zwei Bier getrunken. Früher habe ich eigentlich nur Bier getrunken. Jetzt trinke ich eigentlich nur noch Tee, Wasser, alkoholfreies Radler. Da stehe ich momentan voll drauf. Das ist einfach mega lecker. Cola Zero. Und momentan, also so an sich, Bier trinke ich eigentlich nur noch sehr wenig. Ich war ja sowieso nie oft unter, also ich nie oft in Gesellschaft so. Halt eher selten. Früher war das, also wenn ich mich wirklich richtig betrunken hatte früher, dann war das, wenn wir zelten waren. Und das war halt vielleicht zweimal im Jahr oder so. Wenn überhaupt. Ich kann Alkohol im Moment nicht sehen. Hab, als du das letzte Mal gestreamt hast, zu viel getrunken. ja, also momentan, also so trinke ich an sich eigentlich privat so gut wie keinen Alkohol. Außer wenn ich mal irgendwie was ausprobieren will oder so. Also weil ich irgendwas sehe, was irgendwie lecker aussieht. Dann, wenn ich bei meinen Eltern bin, nötigt mein Vater mich immer dazu. Dann will er immer irgendwas trinken. Bier oder Gin mit O-Saft oder so. Also Gin mit O-Saft ist aber fucking lecker. also entweder das. Meistens ist es Bier. Und hier zu Hause trinke ich halt wirklich nur, wenn ich irgendwas finde. Oder Dennis sagt, oh, das war voll lecker, wie zum Beispiel Smirnoff auf Eis. Das ist halt noch so ein Überbleibsel aus dem Überbleibsel von dem, ich probiere das mal. Und momentan Weißwein. Ich habe am Freitag letzte Woche habe ich einen Apfel-Weißweinkuchen gemacht. Der war lecker. Und da ist halt ein bisschen was übergeblieben. Und ja, den habe ich dann am Folgetag habe ich die Flasche dann noch leer gemacht. Da kam 40 Milliliter Weißwein. Es war halt auch ein kleiner Kuchen, wie gesagt. Weil ich mache die ja immer kleiner als angegeben. Deswegen waren auch relativ viele in der Flasche drin und ich vertrage halt nichts mehr an Alkohol. Ne? Also ich merke, ich werde das gleich, werde ich das merken. Ich sage euch Bescheid, wenn ich es merke, wenn ich es in Wein merke. Zockst du nur Crash 3 heute? Nein. Das hier ist das letzte Level, was ich zocken werde. Also ich hole hier noch so alles so viel wie möglich, wie es geht in dem Level. Und dann versuchen wir uns an Tony Hawk, so ungefähr eine halbe Stunde wahrscheinlich. Und wenn das in der halben Stunde nichts wird, dann den sollte ich kaputt machen. Dann fangen wir mit 4-2 an. Und dann, wenn Dennis da ist, dann schmeiße ich Tony Hawk nochmal rein, weil der macht mir das dann hoffentlich. Gin ist toll, meine Spirituose der Wahl. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher auch nur Gin mit O-Saft getrunken. Und das ist halt lecker. Ich habe bisher noch nicht mit anderes Zeug gemischt.
Oh ja, da war ja was mit Tony Hawk letztes Mal. Ja. Nein, 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 nein. Oh, danke für den Raid. Tony Potato. Hallo Nadine. Was denn geht? Tobi Raid. Oh Mann, ich mag diese Stelle nicht. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Hallo an alle, die vom Tobi gekommen sind. Sehr lieb von euch. Bäh. Oh nein, ich hasse diese Stelle. Ja, das war klar. Hallo? Alter, was ist mit dir? Also, die Steuerung mit diesem Unterwassergefährt, wenn man dann diesen Boost macht, dann verhakt sich die Steuerung irgendwie. Ich weiß nicht, was damit kaputt ist. Jetzt weiß ihr eventuell auch, warum ich vorhin weg bin. Das ist aber lieb. Ja, Nadine, bei mir ist alles supi. Ich hoffe, bei dir auch. Langes Wochenende. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich das heute schon. Huch. Wie lange ich das heute schon gesagt habe. Wie oft? Oh Gott. Machst du Crash 3 auf 100%? Mehr als 100%. Also, ich hole die Goldrelikte auch noch. Keine Platin, nur Gold. Ich habe auch frei. Oh, das ist schön. Ich meine, es wären 106. Ich bin mir aber nicht sicher. Nö, das waren 2 mm oder so. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, ne? Ah, ich hoffe einfach. Das ist alles nur wegen so einem dummen roten Edelstein. Ich bin aktuell im Homeoffice. Ich habe schon fast vergessen, dass ja Feiertage sind. Oh, ich würde meine Arbeit auch gerne im Homeoffice machen. Wird zwar alles sehr kompliziert, aber. Bei Teil 4 sind es auch 106%, okay. Stimmt, ja. Aber die werde ich dann niemals erreichen. Zu den 106% zählen auch die. Ja. diese komischen Abzeichen da mit nicht sterben, diese Perfektabzeichen. Also nicht sterben und trotzdem alle Sachen noch irgendwie holen. Das gehört da, glaube ich, zu, oder? Was arbeitest du? Ich löte momentan Platinen. Also verbrutzel Platinen. Ich tue da Kondensatoren drauf löten und Thermosicherungen und all so ein Shit. Überleg gerade, weiß wer, ob heute Supermärkte offen haben. Also bei uns. Ja, also bei uns haben heute Supermärkte auf. Freut mich übrigens sehr, dass meine Leute so aktiv hier sind. Ihr seid die Besten. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Muss später noch was einkaufen. Sehe gerade, hab bis 22.
bis 22 Uhr auf bei mir. Es gehört dazu, alle Kisten und keinmal sterben in dem Level in Teil 4. Boah. Das ist so ein Spiel, wo ich von vornherein schon weiß, dass ich da kein Platin nehmen werde. Da habe ich nämlich null Bock drauf. Da habe ich echt mit meinem Leben ein bisschen was Besseres vor. Weil da würde ich mir einen abkrampfen, echt. Mann, ey. Nein. Oh Gott. Ja, es war ja Mitte letzter Woche hieß es ja noch, dass eigentlich heute irgendwie alles dicht sein soll oder so. Und dann haben sie dann doch gesagt, ja, nee, lass mal doch alles auf. Hätte eh nichts gebracht. Ich muss mich aber gleich fertig machen. Wollte mit meinem Freund Essen bei Mc's holen. Ah. Dennis wollte halt auch noch zu Mc's. Ich habe aber gesagt, der soll mir nichts mitbringen. Ist auch, glaube ich, besser so. Wir wollten... Samstag wollten wir, glaube ich, was bestellen. Ich weiß gar nicht, was wir morgen vorhatten, zu essen zu machen. So. Oh, gut, Checkpoint. Ich habe schon gedacht, ich dürfte jetzt nicht mehr sterben hier. Dein Face ist etwa eine halbe Sekunde vor deiner Stimme. So schlimm? Ja gut, das werde ich aber jetzt nicht mehr fixen. Das machen wir dann gleich bei Tony Hawk. Well, wer hat die denn da platziert? Weil das ist jetzt hier eh das letzte Level. Da bringt das eh nichts mehr, wenn ich das jetzt noch... Oh, ich werde morgen Sushi essen. Lecker. Ah, wir haben ja noch 19 Leben. Mann! Gott! Nuggets sind aber auch geil. So. Gemacht. Ja, das war so klar. Tony hat... Ja, stimmt, hab ich gelesen, ne? Ich hatte das bei meinen Google-Nachrichten. Da stand da irgendwie sowas. Ich hab mir nur den ganzen Artikel nicht durchgelesen. Und so wirklich schlau bin ich aus dieser Überschrift nicht geworden, weil ich das nicht so ganz verstanden habe irgendwie. Mein Gott, ey, ich muss echt aufhören, in den Chat zu gucken, wenn so eine komische Sache da ist, ey. Habe ich schon Mitleids-Akku. Da morgen ja alles zu hat, weil Feiertag, gibt es statt morgen heute Gyros von Griechen für uns. Ich glaube, haben die Restaurants morgen auch zu? Restaurants haben an Feiertagen doch auch manchmal offen. Na gut, aber es kann ja jedes Restaurant für sich entscheiden, wann es auf oder zu macht. So.
abwarten, bis der zurückkommt. Jetzt. So. Hier. So. Alles mit Verstand. Ich wünschte, Mackes hätte vegane Nuggets. Bin zwar kein Veganer, aber versuche viel auf Fleisch zu verzichten. Ich glaube, Burger King hat, glaube ich, vegetarische Nuggets in Anführungszeichen, weil ich glaube, die braten, die, also machen die auch in der gleichen Fritteuse wie, wie die normalen Nuggets. Was ich persönlich nicht schlimm finde, aber halt gibt manche Vegetarier, Veganer, denen das nicht passt. Aber die taugen nichts. Also ich finde, die schmecken nach nichts. Dann kann ich auch einfach nur Soße essen. Haben leider. Penis! Haben leider kein Burger King hier. Dann sollen die Veganer halt woanders essen. Ja, ich sag ja nur. Ja, aber ist es halt manchmal so, dass Leute Sachen bewerben, die an sich vegan oder vegetarisch sind und die dann aber auf in Pfannen oder so zubereiten, in denen vorher Fleisch lag oder so. Das streamst du oft derzeit? Also ich versuche einmal im Monat zu streamen und das würde ich als nicht oft bezeichnen. So. Oh, das war's ja schon, ne? Wir haben jetzt hier Level 12, haben wir gemacht. Oh nein! Aber wir müssen das, es tut mir leid, wir müssen das Zeitrelikt noch machen. Weil ich möchte mit diesen Unterwasserleveln nichts mehr zu tun haben. Ich mag die nicht. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin. Nein, das wollte ich doch gar nicht machen, weil das scheiße ist. Weil die Steuerung dann hängen bleibt. Oh, das wird doch nichts hier. Ausweichen müssen. Okay, da waren keine.